Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Und zwar heute zu einem Sembo-Set, was in Deutschland eher selten ist und eher für den chinesischen Markt bestimmt war. Deshalb ist es auch mal wieder ein China-Import, wurde im Polybag geliefert. Es ist ohne eine Originalverpackung. Und auf der Originalverpackung könntet ihr dann den wirklich lustigen Namen des Sets lesen, den ich euch natürlich gleich noch verraten werde. Und zwar ist es die 8203 aus der Sembo-Technik-Reihe der Joab. Und ich hatte jetzt keinen Anfall, ehrlich nicht. Das ist der Name. Der Name dieses Sets ist Joab Wrangler. Ja, ich werde es nicht nochmal aussprechen. Wir bleiben in Zukunft der Einfachkeit halber einfach mal bei einem gelben Geländewagen. Und zwar das Set 601 Teile ist nach der Sembo-Schwierigkeitsskala eine 4 von 5 und hat einen Rückziehmotor. Wenn wir uns jetzt hier die Anleitung so anschauen, dann ist das eine eigentlich wirklich schöne Anleitung. Die ist klammergebunden, relativ dick für 600 Teile, muss ich ehrlich sagen, und hat eine wirklich ordentliche Papierqualität. Was leider mal wieder dabei ist, ist ein Stickerbogen, aber ich bin jetzt nicht so riesig böse drum, weil es ist ein relativ kleiner Stickerbogen und die Sticker würden das Set meiner Meinung nach sowieso nicht viel schöner machen. Wer aber schon wieder die grandiose Idee hatte, so einen Sticker hier zu machen, der direkt an diesen Sticker ankreuzt, ich weiß nicht. Also das sind einfach Leute, wer sich sowas ausdenkt, die verstehe ich manchmal echt nicht. Aber gut, kommen wir wieder zur Anleitung. Und zwar wird in der Anleitung hier nichts ausgegraut, es wird alles weiterhin in Farbe dargestellt, aber die neu verbauten Teile werden rot umrandet und mit roten Pfeilen quasi markiert. So weiß man auch immer, wo man ist. Und ich sagte ja schon, die Anleitung ist wirklich relativ dick geraten, meiner Meinung nach, für die Teileanzahl. Und wir haben insgesamt 66 Seiten und 167 Bauschritte. Auf der Rückseite sehen wir nochmal das Set an sich. Hier ist alles so dargestellt, als wären es wirkliche Chromteile vom Aussehen her. Im Endeffekt wäre ich da jetzt enttäuscht, wenn es nur grau wäre und nicht wenigstens Silber. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich kann es in den Tüten leider noch nicht erkennen. Und dann wird hier nochmal die Funktion des Pullback-Motors dargestellt. Und wir haben eben hier nochmal ein Bild vom Innenraum, ein Bild, wie man die Türen aufmachen kann und ein Bild, wie man die Spiegel einstellen kann. Also so kreativ muss man erstmal sein, dass man das als Funktion verkauft. Aber sei es drum, ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Viel Spaß! Und der Bau geht voran. Wir sind jetzt schon bei Bauschritt 57 und wir haben da schon so ein ganzes Technikgerüst hier gebaut. Das Problem ist, wenn ich Technikgerüst sage, hat es nichts mit Technik zu tun im eigentlichen Sinne von Lego-Technik. Weil das sind Techniksteine, ja, aus denen das gebaut wird, aus Technik-Bricks, Liftarm und so weiter und so fort. Aber wir haben hier bisher noch keine wirkliche Funktion reingebaut, sondern wirklich nur dieses Gerüst. Also natürlich den Pullback-Motor, aber den bauen wir ja nicht. Und dieses Gerüst ist fast schon übertrieben. Also ich würde sagen, fast die Hälfte der Teile, die hier verbaut werden, sind Pins. Und wir haben halt teilweise auf 3 Noppenlänge 3 Pins, die es verbinden. Natürlich wird es dadurch stabil, aber es ist ein bisschen übertrieben. Also das muss nicht unbedingt sein. Man hätte da einsparen können, aber dann hätte man halt auch nicht draufschreiben können, dass es 600 noch was Teile sind. Ich würde mich darüber auch nicht beschweren, weil stabile Sets sind immer gut. Das Problem daran ist, wenn wir so viele Pins haben und die Passgenauigkeit teilweise nicht stimmt. Und das haben wir hier. Ich hatte von Sembo bisher eigentlich nur Sets, zum Beispiel wie den Oldtimer hier gebaut, die ohne Techniksteine auskommen, sondern halt wirklich nur aus den normalen Klemmbausteinen gebaut sind. Und die Qualität der Sembo-Klemmbausteine hat mich bisher immer überzeugt. Aber die Qualität der Sembo-Technikteile und Pins überzeugt mich bisher noch nicht wirklich. Die sind teilweise sehr, sehr, sehr fest. Man muss wirklich ungewöhnlich viel drücken und hantieren und auch verdrücken teilweise, dass die Pins am Ende passen. Und jetzt stellt man sich vor, man hat vielleicht auf diese Länge hier 4 Pins, die man da zusammenbringen muss. Das macht teilweise keinen Spaß und ein Kind vergesst es. Also auf der Anleitung steht 6+, vergesst es. Der Bau würde es hergeben, das Kind würde es von der Verständlichkeit der Anleitung schaffen, aber mit den Teilen, no chance. Auch sind hier in dem Set in einem ungewöhnlich hohen Maße diese Pins verbaut, die quasi vorne dann auf einer Achse enden. Das ist jetzt auch an und für sich kein großes Problem, aber jetzt stellt euch vor, ihr habt 4 Pins auf einer Länge, müsst dort drücken und auch verdrücken, dass es am Ende passt. Und dann habt ihr an den Außenseiten nochmal 2 von diesen Pins, die in so einer Achse enden und quasi in diese Aufnahmen hier reingesteckt werden müssen. Nein, da haben wir eine Grenze erreicht, wo es nicht nur keinen Spaß mehr macht, sondern schon ein bisschen frustrierend wird.
Und es hört sich jetzt schon fast an wie ein Rant über das Set. Und so negativ ist es bisher noch nicht, weil das Set hat auch seine guten Momente und auch seine Momente, die wirklich Spaß machen. Aber solche Momente trüben das alles ein bisschen. Das können jetzt wahrscheinlich auch nur Leute verstehen, die schon die verschiedensten Klemmbausteinsets gebaut haben und einfach auch gemerkt haben, dass solche Sachen besser gehen. Dass es Pins gibt, die super reinflutschen und am Ende auch super halten. Das haben wir hier halt nicht. Die sind zwar am Ende bombenfest, aber das Verbauen ist halt dementsprechend auch unangenehm. Dann sind teilweise noch Späße dabei, die einem den Bau so ein bisschen versauen. Zum Beispiel habe ich mich gewundert, wir haben in dieser Anleitung diese Teile hier. Auf der Kamera sieht das jetzt tatsächlich auch ganz rötlich aus. In echt denkt man auf den ersten Blick, das sind schwarze. Aber es sind halt diese knallroten. Also sucht man und denkt, es muss doch diese Teile auch in schwarz geben. Und irgendwann nimmt man mal eine Lupe, die mit Lichtunterstützung arbeitet und sieht, wartet mal, das ist rot? Da könnt ihr mich jetzt für dumm halten, aber ich wette, das hätte euch genauso passieren können. Also die Darstellung von dem Rot in der Anleitung ist maximal unglücklich. Aber naja, trotzdem, wie gesagt, der Bau ist nicht grottenschlecht. Und je nachdem, was am Ende hier rauskommt, kann das Set auch nochmal ein ganzes Stück nach oben bringen. Dementsprechend würde ich sagen, ich baue einfach mal weiter. Und ihr seht uns dann gleich beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 115 und die Reifen sind schon rangekommen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir bald am Ende sind und genauso ist es auch. Die restlichen Bauschritte machen im Endeffekt noch ein bisschen Deko ran und eben den ganzen Aufbau der Fahrerkabine. Und ich muss sagen, das Set macht mich an einigen Stellen ein bisschen traurig und das sind immer ganz kleine Sachen. Weil das Set ist an und für sich nicht schlecht. Ich habe schon mit euch länger über die Teilequalität geredet, dazu sage ich nichts mehr, da wisst ihr Bescheid. Ein anderes Problem ist, ich nenne das Set so ein bisschen das Set der verlorenen Chancen, weil davon haben wir einige. Zum Beispiel bauen wir die Verkleidung der Motorhaube hier so, dass man sie öffnen kann. So, okay, das ist ja eigentlich ganz cool, aber jetzt haben wir hier keinen Motor drin. Also macht das Öffnen keinen Sinn. Das ist schon an und für sich schade, weil so einen kleinen Motor reinzusetzen, da muss ja nicht mitlaufen. Also man muss sich dann entscheiden, ob Pullback-Motor oder halt hier vorne einen mitlaufenden Motor. Da hätte man sich entscheiden müssen, wenn man sich für den Pullback entscheidet, gut, dann lassen wir halt den mitlaufenden Motor sein. Alles gut. Aber man hätte zumindest aus Stein einen Motor drin andeuten können, dass man vorne die Motorhaube aufmachen kann und da dann ein schönes Aggregat drin sieht. Und am besten dann noch mit so einem kleinen Stab irgendwo abstützen, als ob man die Motorhaube halt wirklich im echten Leben aufmacht. Das haben wir hier nicht. Und jetzt hat man gedacht, gut, jetzt müssen wir das ein bisschen vertuschen, dass wir da eigentlich ein bisschen faul gewesen sind. Weil hier werden Teile verballert, Bauschritte wiederholt, klatsch, 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 5 Teile davon rein, 100 Pins hier. Aber im Endeffekt hätte man da ein bisschen sparen können und hätte sich hier ein bisschen Mühe machen können. Und hätte die Teile, die man gespart hat, hierfür verwendet. Das will man natürlich jetzt nicht so offen zeigen. Also machen wir halt die Motorhaube so, dass man sie nicht aufmachen kann. Aber das können wir jetzt nicht mit einer Achse machen, das wäre ja Quatsch oder so. Sondern dann kommt man auf so eine Wischidee, das einfach mit einem Gummiband zu machen. Das hier ist ein Gummiband. Und an dem Punkt muss ich sagen, da fehlen mir ein bisschen die Worte. Also nein, sowas muss wirklich nicht sein. Weil wie gesagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gummiband mal wegmache, so, aus dem Teil rausnehmen, dann kann man hier die Motorhaube öffnen und kann hier wirklich vorne reingucken. Und wenn man da noch wie einen Motor drin hätte, wäre das ein richtig cooles Feature, so halt nicht. Und weil man das nicht gemacht hat, macht man halt hier vorne das Gummiband drauf und ja, dann passt das schon und dann geht die Motorhaube auch nicht mehr auf. Also anstatt aus einem kleinen Problem, was man hat, heißt, die Motorhaube kann vorne ein bisschen rumschwingen. Was Cooles zu machen, hat man sich so eine Wischlösung ausgedacht und das ist schade. Ein was Cooles sind aber auf jeden Fall die Reifen. Das sind ja so richtig breite Reifen und vor allem richtige Gummireifen. Also aus so einem richtig weichen Gummi und man zieht die halt auf die Felge wirklich drauf. Hier hat man dann eben auch die Aufnahmen, als wäre das ein echter Reifen. Und das ist wirklich eine ganz coole Sache und macht sich auf so einem Geländewagen natürlich am Ende gut. Und ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall das ganze Set fertig. Ihr seht gleich den fertigen Geländewagen. Und dann gibt es wie immer noch eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Viel Spaß dabei. Und fertig ist der Sembo Technik Geländewagen, die 8203. Und ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Und das hängt mit den verschiedensten Sachen zusammen, über die wir noch gerne reden können. Ich habe euch ja das schon vorne beim Motor gezeigt. Das ist ein Punkt davon. Und das stand jetzt über Nacht. Und ich habe euch ja gezeigt, wie das hier mit dem Gummibändchen festgemacht wird und ihr seht, hä, warum ist das hier so komisch locker? Das hat sich einfach über Nacht gelöst. Und ihr seht schon, selbst so hält es nicht so wirklich. Das liegt vor allen Dingen an einem Punkt, die Teilequalität, auch der Klemmbaustein im eigentlichen Sinne, ist in diesem Set grottig. Alles, was hier mit normalen Klemmbausteinen gebaut wird, hat keinen wirklichen Halt. Die Sitze, die wir hier drin haben, sind ein Witz. Die halten nicht. Also sobald man die einmal berührt, fallen die ab.
Diese Verkleidungen hier halten nicht. Hier musste ich sogar noch was unterfüttern, weil es nicht so gehalten hat, wie es in der Anleitung war. Jetzt hält es zumindest. Ich musste aber eins unterfüttern und deshalb steht es eigentlich eins weiter draußen, als das geplant wäre. Aber anders hat man das nicht zum Halten gekriegt. Also die Qualität von all diesen Teilen ist leider, leider, leider super, super schlecht in Bezug darauf, dass sie nicht halten. Die fallen immer wieder ab. Und ich habe jetzt nicht wirklich gespielt mit dem Set, aber ich weiß, wenn man damit wirklich spielen würde, dann würde das Ding nadeln wie ein Weihnachtsbaum, wenn er aus Versehen Ende Januar immer noch im Wohnzimmer steht. Ansonsten, designtechnisch kann man nicht mal was sagen. Designtechnisch hat das Ganze Spaß gemacht. Aber der geneigte Zuschauer sieht sofort, dass hier was fehlt. Und zwar sollten eigentlich hier an den Seiten noch solche Spiegel ran. Die Spiegel kann ich aber nicht befestigen, weil zweimal die Teile, die ich dafür benötigen würde, fehlen. Und zwar wären das diese Teile hier, die aber im Endeffekt eine Achse unten drin haben und keinen Pin. Wie gesagt, beide Teile fehlen. Ich habe sie jetzt auch nicht hier direkt in meinem kleinen Lager rumliegen, da müsste ich ins große Lager. Aber ganz ehrlich, ich zeige es euch jetzt so, wie es ist, sie fehlen halt. Und bei euch zu Hause würden sie auch fehlen, wenn ihr die nicht noch habt. Eigentlich wären die hier dann montiert, die Spiegel. Kann ich nicht, weil die Teile nicht dabei sind. Dann wurde hier Teiletreiberei im großen Maßstab betrieben. Ohne Ende und ohne Sinn und Verstand. Und dann kommt man halt bei einem relativ kleinen Set wie diesem auf 600 Teile. Auch kommt man auf 600 Teile, wenn man unverhältnismäßig viele Pins einsetzt. Und hier wurden so, so viele Pins eingesetzt, dass ich teilweise mich echt gefragt habe, wer hat sich das ausgedacht? Und dann hat man aber an den Stellen, wo man sie mal wirklich brauchen würde, keinen Pin drin sitzen. Zum Beispiel schauen wir uns mal die Türen an. Die Türen hier, schaut mal, wie die rumwackeln. Liegt daran, weil da an Pins gespart wurde auf einmal. Auch hier wurde auf einmal an Pins gespart. Das ist komplett instabil, das wackelt rum. Das ist Technik, Leute. Es ist Technik. Technik muss halten. Das darf doch nicht so instabil sein. Wir haben hier in dem Set keine Funktion, außer die vier Türen zu öffnen, die keinen Spaß machen, weil sie rumwackeln. Die hintere Tür zu öffnen, wo wir noch ein schönes Reserverad dran haben, das ist wieder was Positives, die aber genauso rumwackelt. Also, das hält nicht wirklich. Und den Rückziehmotor. Den Rückziehmotor könnt ihr aber im eigentlichen Sinne nicht wirklich benutzen, weil euch dann das Fahrzeug auseinanderfällt von den normalen Klemmbausteinteilen. Ich meine, der Rückziehmotor ist wirklich kräftig, macht an und für sich auch Spaß. Ich zeige euch den auch nochmal mit ein bisschen mehr Auslauf hier auf dem Tisch. Der ist einfach zu klein, um euch das zu zeigen. Der Rückziehmotor ist wahrscheinlich das Beste mit den Reifen zusammen, was dieses Set hier hat. Die Steinequalität ist von den Technikteilen nicht gut und von den normalen Klemmbausteinteilen nicht gut. Und das bin ich von Sembo nicht gewöhnt, weil eigentlich die normalen Klemmbausteinteile von Sembo richtig gut sind. Hier halt nicht. Und so ist das ganze Set am Ende zu Baufrust mutiert anstatt zu Bauspaß. Und das Set ist eigentlich nur was für euch, wenn ihr es jetzt vom Aussehen so schön findet, dass ihr euch das ins Regal stellen würdet. Dazu müsst ihr euch selber eine Meinung bilden. Ob euch das dann 30 Euro wert ist. Ein Set, was keinen Spaß macht beim Aufbau, wo ihr noch improvisieren müsst, weil die Anleitung nicht funktioniert. Wie eben an der Stelle hier, was trotzdem nicht wirklich hält. Und dann am Ende nur zumindest halbwegs gut aussieht. Wenn ihr jetzt sagt, genau danach habe ich gesucht, dann kauft das Set, kein Problem. Wenn ihr aber Spaß am Bau haben sollt, dann lasst die Finger davon. Dementsprechend gibt es von mir auch keine Kaufempfehlung. Mit der Kaufempfehlung ist das eh so eine Sache, weil das Set, wie gesagt, eher für den chinesischen Markt bestimmt war und relativ wenig auf dem deutschen Markt vertreten ist. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie halt wirklich auf dem chinesischen Markt da irgendwelche Restposten raushauen und wir dann von Sembo die guten bekommen. Weiß ich nicht, warum das Sinn machen sollte, aber anders kann ich mir sowas nicht erklären. Ansonsten, wenn ihr das Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine schlechte Charge erwischt und die ganzen Probleme, die ich jetzt mit der Teilequalität hatte, hattet ihr nicht. Würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und natürlich wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.